Hallo Leute, weiter geht's bei Shanti. Wir sind vermutlich ziemlich nahe bei Risky Boots, die unseren Onkel gefangen genommen hat. Und sie will ihn austauschen, und zwar für die drei Siegel, die wir mühsam gesammelt haben. Wow. Oh Gott, wie das hier aussieht. Okay, Autoscrolling. Tinkerbats, oder wie heißen diese Viecher? Ich glaube ja. Sogar Autoscrolling hat das Spiel. Ja, wir machen ihre... Wie nennt man das Ding? Okay, das Ding explodiert. Doch. Ihre Taucherglocke kaputt und dann müssen sie ersticken. Du Bastard. Das ist sowas von cool. Hier ein wildes Herumgeballer. Ah, das ist ziemlich geil. Der kam zu Fuß. Oh, solche Fische. Bam, 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 bam. Das ist mal ein Versteck, Risky. Muss ich dir lassen. Ziemlich geil. Ziemlich geiles Versteck scheinst du da zu haben. Ja, ich habe jetzt drei ausgelassen. Das war jetzt nicht wirklich Absicht, aber... Naja. Die Typen sterben alle, weil sie ersticken. Wobei, sie tauchen ja irgendwo auf, vermutlich, ne? Aber wer sich... Autsch! Wer sich Shanti in den Weg stellt, der soll nichts zu lachen haben. Boah, es macht gerade echt Spaß. Ernsthaft. Oh, zu spät. So, den auch noch getroffen. Bisschen Geld mitnehmen. Den Fisch noch platt machen. Ist so fantastisch. Und es sieht auch wunderschön aus. Seht euch das Ganze mal an. Diese versunkene Stadt hier. Das könnte Atlantis sein. So, mal ein bisschen weniger rumballern. Wie wäre das denn? So genial aus. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Ja, ein bisschen mehr Action könnte hier unten durch sein. Aber ich finde es schön, so kann man sich den Hintergrund wenigstens betrachten. So, und boom. Wow, der war jetzt ultra schnell unterwegs. Alle ultra schnell unterwegs. So, boom. Ja, diese Minen sind ein Problem. Diese Minen sind echt ein Problem, aber auch nur ein kleines. So, die Fische sind wieder kein Problem mehr. Das mag ich nicht, wenn ich nicht sehe, was kommt. Stirb! Warum hat der Fisch eigentlich nur ein Auge? Könnt ihr mal darüber sprechen? Warum ist Shanti jetzt gerade so unscharf? Ja, Risky. Du wirst es scheinbar wissen, ne? Aber es bringt dir nichts. Bringt dir halt echt nichts. Ich wette, jetzt bin ich dann gleich da. Noch nicht scheinbar. Okay, noch die letzten Tinkerbats. Ich glaube, die heißen Tinkerbats. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So ein Rasierblattteil. Oh, das ist jetzt keine schöne Kombo hier. Autsch. Einfach nur weg da. Ja, ich könnte mich nicht mal heilen hier unten, merke ich jetzt gerade. Ich sollte ein bisschen vorsichtiger spielen. Ich kann einfach nur den ganzen Bildschirm mit meinen Blasen abdecken, dann kann mir gar nichts mehr passieren. Aber ist ein bisschen lame irgendwie. Oh, sieht so schick aus. Oh, du noch und du noch und du noch. Wow, ganz viele. Aber ihr könnt alle nix. Was Tinker seid? Was? Ich habe eben da irgendwas freigeschaltet. Und wir haben es geschafft. Okay, wir haben es geschafft. So, wir nehmen natürlich alles mit. Wir sind wieder voll geheilt, haben volle Magie. Und, aha. Der vermutlich letzte Teleport. Ja. Wisst ihr, was ich jetzt, glaube ich, machen möchte? Hier zum versunkenen Ding uns bitte hin teleportieren. Dann kann ich nämlich kurz speichern gehen.
Und dann warfen wir uns hier wieder zurück. Ich hoffe, das ist ein Deal. So, wo war jetzt das Speicherteil? Hier. Perfekt. Perfekt. Ja, speichern. Ich glaube, langsam sicher stinkt es nach Finale, Leute. Ich rieche es förmlich. Wir haben offiziell alle, ja, Risky's Lair. Wir haben offiziell alle Warp-Punkte des Spiels freigeschaltet und somit eigentlich die gesamte Map erkundet. Okay, Risky, da bin ich. Ah, ich kann auch hier nochmal speichern. Okay, machen wir das. Ist ja in Ordnung. Yeah. So, und wir nehmen... Was nehmen wir denn für eine Waffe? Ich aktiviere einfach mal das hier. So. Oh Gott, es ist dunkel. Es ist dunkel. Okay, dank den Tropfen sehe ich ein bisschen was. Okay, da muss ich scheinbar tauchen. Und hier kann ich da auftauchen. Das ist jetzt ultra gemein. Hat jemand irgendwie die VM Blitz dabei? Oder so? Nur mal so. Ah, okay. Hier kann ich bestimmt hochklettern. Ja, die Fackeln sind nicht umsonst da. Ja, sieht euch das an. Man sieht... Wow. Man sieht echt quasi nix. Au. Okay, dann halt hier runter. Man sieht echt quasi nix, aber trotzdem funktioniert es fantastisch. Ja. Großer Gott. Leute, wir betreten das Versteck von Risky Boots. Mach es dir bequem, Opa. Dein Genie-Freund sollte bald hier sein. Ihr drei? Was steht ihr hier noch rum, hä? Ihr wurdet bezahlt. Also verschwindet. Hey! Der Deal beinhaltete kein Bargeld. Was ist mit deinem Gehirn? Und genug Kaffee für ein Leben lang. Sorry, die Pläne haben sich geändert. Es lohnt sich nicht zu kämpfen. Lasst uns gehen. Ich habe das Gefühl, dass es hier bald sehr ungemütlich wird. Sie wurden von Risky getäuscht. Risky, das ist ein neuer Tiefpunkt. Freunde gegeneinander aufzuhetzen. Das ist krank! Ah, da bist du ja endlich! Scheinbar hast du dich geirrt! Vielleicht solltest du mir diese Siegel übergeben, von Anfang an, und rette somit deinen Freund vor weiterem Kummer. Das Ergebnis ist dasselbe. Wenn du mir jetzt diese drei magischen Siegel überlässt, verspreche ich, dass dein Onkel gehen kann. Für dich kann ich aber nichts garantieren. Du es nicht, Shantae! Sie will sie benutzen, um die versteckten Mächte der Lampe freizusetzen. Nimm sie und verschwinde! Ich kann nicht. Risky hat dieses Mal gewonnen. Ihr seid in diese Sache hineingezogen worden, weil ich zu schwach war für meinen Job. Es ist meine Aufgabe als Wächter-Genie, mich dieser Sache zu stellen. Risky die magischen Siegel übergeben? Ach, großer Gott. Ja, wir müssen... Die magischen Siegel gehören mir. Dein Onkel ist frei und kann gehen. Onkel, geh jetzt. Was aber? Ich werde mich um Risky kümmern. Nun gehe. In wenigen Augenblicken wird die Lampe wieder ihre volle Stärke wiedererlangt haben. Und die dunklen Mächte werden mir gehören. Es ist noch nicht vorbei.
Es ist immer noch Zeit, dich aufzuhalten. Ja, du bist eingeladen, es zu versuchen. Was ist das? Ihr Schiff! Männer! Bringt den dampfbetriebenen Meerestinkertab auf Hochtouren. Lasst uns sehen, was dieses Baby so drauf hat. Angst? Ich will diese verkackte Lampe. Hey! Oh, großer Gott! Was kann ich angreifen? Irgendwie nichts. Na, okay, das kann ich angreifen. Na, verstanden. Was macht er jetzt? Ja, okay, 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 damit komme ich klar. Risky? Fuck, ich wollte dich treffen. Tinkerbats. So, was jetzt? Ist wieder der Anker? Ne, es wird mich wieder angreifen. Okay. Zeig mir. Autsch. Verdammtes Mistvieh. Los. Ich will dich... Muss ich doch verletzen können irgendwie. Was mich jetzt auch ein bisschen interessieren würde... Oh, fucking... Dieses Kackvieh. Was mich jetzt auch interessieren würde... Nein, nein... Oh, Mann, oh! Ob ich auch hätte Nein sagen können und Risk diese Dinger nicht geben. Ob das was geändert hätte. Frage ich mich jetzt gerade. Oh, komm schon. Ich kann... Es geht nicht. Wie verletze ich dieses Vieh? Moment. Gib mir das hier. Flamethrower! Ja, warum kann ich dich nicht attackieren? Das ist mir gerade ein Rätsel. Ah, okay, so kann ich es kaputt machen. Den Flamethrower. Was macht es jetzt? Okay. Okay, ich muss aber schnell angreifen. Hier ist wieder ihre Typen. Uiuiui! Ah, ihr gebt mir Herz, ihr doofen Viecher. So, was machst du? Stirbst wieder auf mich zu, okay. Kannst du ruhig machen. Und dann duck ich mich. Und sehe, was dann passiert. Was zur... willst du mich verarschen? Ich konnte das fast nicht kaputt machen. Anker. So kann ich das fast nicht kaputt machen. Ach, das... Gib mir wieder so ein Fass, verdammt. Oh, wieder nicht. Willst du mich eigentlich verarschen, Risky? Wieder getroffen. Ich kann sie kaum treffen mit diesem scheiß Ding. Okay. Einmal erwischt. Wie oft muss ich sie jetzt treffen? 20 Mal ungefähr. Und meine Magie wird irgendwie nicht mehr. Warum nicht? Warum wird meine Magie nicht mehr? Autsch. Müsste sie sich nicht selbstständig auffüllen? Ich glaube ja, aber irgendwie ist es nichts. So, und ducken. Was? Das geht so nicht kaputt. Das darf doch nicht wahr sein. Das geht so nicht kaputt. Ich mache zu wenig Schaden, indem ich nur angreife. Das darf nicht sein. Anker, ja. Ich mache zu wenig Damage, indem ich nur mit meinen Haaren angreife. Das ist ein Problem. Das hat echt ein Problem. Kann ich nicht sonst noch irgendwie Damage machen? Sieht irgendwie nicht so aus. Okay, muss jetzt bereit sein. Jetzt kommt wieder der Anker.
Risky gibt mir gar nicht die Möglichkeit, richtig anzugreifen. Fucking Risky Boots! Ich kann sie nicht mal treffen, ich muss das Schiff kaputt machen. Ja, das hat jetzt wieder mal geklappt, scheinbar. Aha! Drei Treffer und das Schiff ist kaputt. Dieser dampfbetriebene Haufen Scheiße. Risky, du bist am Ende. Richte deine Augen dorthin. Siehst du? Die Lampe ist zurück und bereit zu rocken. Wenn du immer noch das Geheimnis der Lampe sehen willst, werde ich es dir zeigen. Sieh genau hin. Was macht sie da? Shantae wird ihre Kraft beraubt. Was? Was hast du getan? Verstehst du es jetzt? Diese Lampe hat die Macht, Kraft zu absorbieren und Genies zu versklaven. Einmal eingefangen, muss der Genie jeden Wunsch seines Meisters erfüllen, ganz egal wie böse. Das ist es, was dein Onkel vor dir geheim halten wollte. Damit kann ich einen Genie verwandeln in eine Waffe der Zerstörung. Niemand wird sich mir entgegenstellen. Aber wie kann das bei mir funktionieren? Ich bin nur zur Hälfte Genie. Ich muss bisher zugeben, dass das Ganze ziemlich nutzlos aussieht. Schließlich existieren keine wahren Genies, die man versklaven könnte. Aber da du ein Halbgenie bist, dachte ich, warum nicht die Lampe verwenden, um dir deine Kraft zu nehmen? Sie hat recht. Meine magische Hälfte ist weg, was mich schlussendlich menschlich macht. Lass uns mal sehen, wie du dich ohne deine Magie schlägst. Hör mich an, Genie aus der Lampe. Ich befehle dir zu erscheinen. Zögere nicht. Zerstöre diese Göre. Höre nicht auf, bis sie nur noch ein Fleck auf dem Boden ist. Großer Gott, was ist los? Ich kann mich nicht verwandeln. Risky wird meine Magie für böse Zwecke verwenden. Alles, was ich zum Kämpfen habe, sind die Gegenstände, die ich auf dem langen Weg gefunden habe. Bitte, seid genug.